es geht los. Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS22 Challenge Projekt. Mit dabei haben wir den Andi, Patti und Schweizer. Hallo. Hallo. Einigen wir uns darauf, dass ich heute mit VCA fahre. VCA fahren? Nee, Mesa einfach danach heute mit VCA zu fahren. Ich wollte gerade mit M den LKW starten. Mit M den. Oh, es war wieder mit Controller, Alter. Mit N. Mit N, ja, kenne ich. Mit Controller. Achso, ja, letzte Woche warst du ja Lenkrad, ne, Tippi? Ja, es war not so funny für Challenge. Not the yellow from Zack und so. Nee. Man musste viel grobeln. Ja, das stimmt, aber dafür bist du realistisch unterwegs, Paddy. In der Challenge. Braucht's das auch. Nee, aber du wolltest es ja so. Ja, ich wollte es so. Also im Stream ist das schon schön anzusehen. Das stimmt. Wenn die Lenkbewegungen etwas smoother sind. Smoother. Haben wir jetzt eigentlich alle Geburtstage durch oder kommt da Party gleich nochmal um die Ecke? Nee, für dieses Jahr reicht's mir. Okay. Nächster lass dich ausfallen. Ach, das geht's doch nicht. Warum denn nicht? Oder bist du so einer, der am 29. Februar Geburtstag feiert? Ja, reicht alle 4 Jahre. Ja, besser ist, ne? Säge, glaube ich, ist gerade vom Traktor gefallen. Wer? Säge. Warum? Ich bin gerade vorbeigefahren. Mit dem Tieflader mit 4 Stück Ballen geladen. Hast du mal kurz erschreckt, sagst du? Ja. Er ist stehen geblieben. Warte mal, ich muss noch mal kurz gucken. Hier wurde in den Kommentar geschrieben, wir sind nicht mehr Erster. 56 Punkte Hof 3, 53 Punkte Hof 2 und 11 Punkte Hof 1. Guck mal. Da müssen wir was mit zu tun haben. Da liegen ja noch viele Ballen. Dann müssen wir auf alle Fälle gucken, dass wir da wieder aufholen, Männer. Naja, ist da einer in den Ruder. Ich sitze schon im Rübenruder drin. Ja, ich bin noch am Ansehen tatsächlich. Ich glaube auch, dass es die Woche fertig werden muss, damit wir nächste Woche wieder was zu tun haben. Irgendwie so war das doch. Schweizer hat mal was erzählt. Wenn der dann mal irgendwann mal was reden würde. Ja, der. Aber wahrscheinlich ist es ja auch genauso wie du. Bitte? Ach, ja. Ich weiß nicht, was du mir sagen willst, ne? Ich habe so 1-2 Bilder gepostet, geschickt. Ja, es ist halt. Ja. Der ist zumindest da, gerade ein Lager platziert. Lager platziert? Ja, das ist ein Feini. Durch den Sport. Oh. Macht er auch Sport jetzt? Ja. Nee, weil du hast, was hast du gerade gesagt? Ich habe gesagt, ich bin bloß etwas geblättet vom Sport. Ich habe auch verstanden, eher. Ich habe so verstanden. Patti, du machst Sport. Wie kommt's? Wie? Erzähl mal. Naja, die Zuckerwerte sind wieder schlecht und das Gewicht ist zu viel. Das muss alles wieder weg. Patti, von Schreibtisch bis zur Küche ist kein Sport, ne? Nee, aber 10 Kilometer in 2 Stunden mal schnell abrennen. Andere bezeichnen ja schon Sport, wenn sie Joghurt umrühren. Ja. Ui, ich hab Geld gemacht. Sehr schön. Ui, weiter. Nee, gestern 10 Kilometer in 2 Stunden. Bist du so, gehst du oder läufst du? Also joggen tue ich nicht, weil dann kann ich meine Knie nächsten Tag wegschmeißen. Okay, du bist Vegetar-Templer bringt ja auch Ball mit. Ein Walker. Nicht zu verwechseln mit dem Worker. Auch der, das bin ich, aber. Der Walker. Der Walking Dead? Nee, Skywalker. Achso. Ich habe die Macht. Mhm. Ich weiß noch nicht welcher, aber ich habe. Ich habe die Macht, mir die Kniescheiben rauszuhauen, wenn ja, ich jogge. Genau das. Ja, nee. Man muss es auch mal ansprechen. Ist Walken ein Sport? Okay. Nee, aber die. Also allgemein in Deutschland wird ja, glaube ich, gesagt, zum Gehen laufen. Ja, aber laufen. Nee, bei Ossis wird da gesagt. Ist das ein reines Ostding? Okay. So, bei mir hat es noch nicht gesynkt, aber ich denke, die 2 Felder waren die einzigen, die ich bestellen muss. Wolltest du gerade sagen, besamen? Nee. Nein? Bestücken wollte ich sagen. Achso, bestücken. Dann kann ich jetzt mit dem Ding hier wieder zum Hof flitzen. Hier wieder rauskommen. Ist schon jemand mit Rot unterwegs? Braucht ihr schon Anhänger? Ich hab 55%. Ja, dann mach ich hier schnell zwischen. Aber nicht immer rum. Kasala, ne? Warum? So, das heißt aber, dass wir die Woche wieder Rüben roden. Das heißt, wir werden wieder einiges an Punkte bekommen. Richtig. Werner, ich will keinen Stress machen. Ich? Warum ich? Ja, Inno muss mich ja abfahren. Ja, Andi ist doch unterwegs. Ich bin doch gerade nicht drum, hab ich doch gefragt. Er hat doch gerade gesprochen. Warum liegt unser Mähwerk in unserem Anhänger drin? Ja, das muss der Party fragen. Vielleicht war ich daran beteiligt, aber ich war nicht der, der das Knöpfchen gedrückt hat, muss ich sagen.
Ach so, ja, das Drehwerk, das liegt da noch im Anhänger drin. Ja, da war ja was. Und warum? Andi, hier, das Mähwerk liegt noch im Dingsbuch. Wie soll ich sagen? Der Waschplatz war besetzt. Ich sag's mal vorsichtig. Vielleicht hat er mich da unsanft angeschubst. Alter, ich hab den so noch oben katapultiert. Dann kam er nicht mehr weg. Nee, dann kam er nicht mehr weg. Dann hat er oben, glaube ich, das Mähwerk abgekuppelt. Ja. Dann hat er Butterfly aufgemacht und dann geht's wieder weg. Dann ist er weitergefahren. Mhm. Ah. Nee, schön. Dafür hättest du eigentlich Band verdient. Ach, jetzt halt auch nicht so. Okay, ich bin mal nicht so. So, sind noch Ballen zu verladen? Oder macht Schweißer das jetzt? Ich weiß es nicht, was er macht. Er müsste mal durch. Ist hier oben, sammelt gerade Ballen ein. Okay. Weiß nicht, ob da noch fertige Gegärte dabei sind, oder nicht? Die jetzt einsammelt, das sind die wir letzte Aufnahmesession gepresst haben. Ah, die werden noch nicht sein. Hey. Ich glaube, dass da auch noch fertige dabei sein müssen. Hast du den Anhänger jetzt, also die Plattform am Hof abgestellt, Andi? Ja, ich versuche jetzt gerade, dass das Mähwerk da vielleicht irgendwie rausgeht aus dem Anhänger. Okay. Sieht nicht so gut aus. Könnt ihr sonst gleich mit dem Frontrader zur Hand gehen, wenn und so. Haben wir unsere Wiese bei Hof Daki vergessen? Das wurde mir in die Kommentare geschrieben. Na, irgendwie so, ja. Ich bin voll. Ja, ich muss gucken, dass ihr irgendwie euer Mähwerk hier rausbekommt. Das habe ich euch auch schon mal gesagt. Aber anders gemeint. Vielleicht. Ich weiß nicht, wie wir das hier rausbekommen sollten. Setz es zurück, dann hol ich es ab. Oder so. Ja, bevor wir da lang rum. Wie sieht's aus, die Woche Arschaufnahme? Ja. Ja? Ich hoffe. Ich mach das für Freunde. Warum? Nur einfach so. Du musst eigentlich Danke sagen, du hast nicht so viel Arbeit damit auch. Das ist richtig, danke. Das siehst du? Also bitte. Will er mir ein schlechtes Gewissen einreden? Will ich das? Nö. Doch. Ich hab das schon an deiner Tonlage, hab ich's erkannt. Das kann nicht sein. Meine Tonlage ist ja immer ohne klar. Ja, ach, hör auf! Das ist doch nicht wahr! Am Abendessen. Ja, Andi, lass dir schmecken. Bärlauchknödel. Da schiebt sich da schon wieder was in der Busch. Wir haben die Woche tatsächlich bei uns zu Hause Bärlauch-Pesto gemacht. Und haben das in der Familie verteilt, so kleine Gläschen. Mhm. Und nach zwei Tagen kam die Antwort, wir brauchen mehr. Ja, meine Schwester macht das, sind so, wie so Servettenknödel, kennst du das? Ja, klar. Ja. Semmelknödel, ja. Sagt man bei uns. Ja, Semmelknödel halt in, Servettenknödelform. Mhm. Die haben jetzt runtergeschnitten in Scheibchen und in der Pfanne angebraten. Ja, easy. Sehr geil. Wir fänden schon mit Initiative ins Wasser. Nee, ich nicht heute. Nö. Nö, dann sind wir nicht. Guck. Hallo. Werner, wie ist es bei euch so? Wie meinst du? Ja, so mit Firmensterben und so. Arbeitsaufträge. Arbeitsaufträge ist momentan sehr mau, also wirklich wenig los aktuell. Bei euch auch tatsächlich, okay? Ja, ist auch wenig los. Also wir haben tatsächlich von den, sage ich mal, 15 Leuten, die wir normal angestellt haben, arbeiten momentan 9. Okay. Ich könnte momentan, das Büro ist momentan ein Halbtagsjob, bin ich ehrlich. Also so Lauf... Auch momentan so Firmensterben. Laufkundschaft also kommt gar keine gefühlt. Also bist eigentlich im halben Tag, bist du, was du früher so ein bisschen am Beraten warst, sag ich mal, ne? Du sitzt einfach nur da und machst nix, weil es kommen auch keine E-Mails rein. Natürlich irgendwelche Kloppis, die dir irgendwann wieder was verkaufen wollen, ja klar. Ja. Aber zahlende Kundschaft? Nee, Fehlanzeige aktuell. Wir haben jetzt hier bei uns tatsächlich mit einem Trockenbauer gesprochen. Ja. Der hat jetzt noch für 3 Wochen Aufträge. Ja. Und dann war's das. Ja. Er hat nichts mehr, keinen einzigen Auftrag. Das ist, also ich würde es nicht sterben. Firmensterben kann ich jetzt noch nicht sagen, das nicht. Also man muss auch so, man muss es ehrlich mal so sagen, wir hatten ja goldene Jahre, ne? Also die letzten Jahre, da hast du ja verlangen können, was du willst. Und jeder hat gesagt, bitte kommst du. Ja. Also wer sich zu dieser Zeit so ein bisschen was auf die Seite gelegt hat, der wird es auch schaffen. Nur der damals schon am Zahnfleisch gearbeitet hatte, wird es natürlich jetzt sehr, sehr schwer haben. Also ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, aber es hat jemanden getroffen, den wir alle kennen. Leider Gottes. Den wir alle? Die Firma Reisch Fahrzeugbau. Reischkipper.
Ehrlich? Das habe ich nicht gehört. Nee, Augsburg, München, Augsburg, die mussten dicht machen. Oha. Die haben jetzt letzten Monat alle Mitarbeiter ausgestellt. Diese Firma ist pleite. Boah, das ist krass. Keine Aufträge mehr, nichts mehr. Alle Fahrzeuge gebaut, die sie an Aufträgen hatten. Und sind jetzt, ja, tot. Das ist echt krass, ja. Also Reischkipper und Reischanhänger wird es nicht mehr geben. Aber es hat doch noch jemanden erwischt. Das ist schon ein bisschen her. Boah. Ich wusste es noch bis vor einem Moment. Geh nochmal zurück, vielleicht fällt es dir Nee, ich bin gerade am Grübeln. Ich habe das tatsächlich letzte Woche in den Nachrichten erfahren. Syntrak war auch, glaube ich, schon. Ist schon ein bisschen her, ist schon ein paar Wochen her, glaube ich. Aber ja. Ich denke, Syntrak hat es auch nicht geschafft. Ach, das könnte man tatsächlich hier mal in der Folge mal diskutieren. Das ist ja krass. Aber Syntrak ist halt auch teuer und das ist halt so ein Nischenprodukt. Ja. Ja, das ist nicht sowas wie Reischkipper, also die wirklich viel produziert hatten. Reisch ist ja wirklich ein Name. Mach doch mal die Randale leuchte aus, das geht mir auf die Nerven. Jungs, ist ja gut. Braucht ihr mich irgendwo oder soll ich mähen gehen? Geh mähen. Okay. Also ja. Schweizer brauchst du jemanden zum Abfahren? Schreib einfach Nein rein, fahren. Das reicht mir. Okay. Sonst bin ich auf Abruf wieder da. Ja, das ist natürlich krass. Also ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viel... Also Reich sagt mir natürlich was, ja klar. Aber ich weiß natürlich nicht, wie viel haben die jetzt gebaut. Ich kann das auch keine Zahlen nennen. Haben die jetzt im Jahr, keine Ahnung, 50 Kipper oder Anhänger gebaut oder haben sie 1000 Kipper oder Anhänger gebaut? Die waren halt sehr breit gefächert. Sie hatten ja Kipper, sie hatten ja auch die LKW-Auflieger Reich und so, Abschieber. Also es war jetzt kein kleines Unternehmen. Ich glaube, dass sie 200 Leute jetzt ausgestellt haben. 200 Leute, das ist natürlich ein Brett, ne? Ja. Das Mähwerk habt ihr zurückgesetzt? Jo. Okay. Ja, das ist, also 200 Leute ist wirklich ein Brett, das muss man sagen. Eieiei. Ja, du weißt natürlich, aber man weiß natürlich aber auch bei 200 Leuten, was du da im Monat bringen musst, damit die 200 Leute bezahlt werden, ne? Ja. Das ist natürlich auch immer so die Geschichte. Da kannst du natürlich Reserven haben, aber bei 200 Leuten, da musst du auch richtig gut Reserven haben. Du bist sehr leiser geworden, Andi. Leiser geworden? Besser? Jetzt wird es langsam besser. Wie gesagt, du weißt es natürlich am besten von uns, mit ja, Gewerbe und so. Ja, schon. Also. Hast du wesentlich mehr Einblick wie wir? Also, sagen wir mal, 200 Mitarbeiter. Boah. Ja. Also das sind natürlich nur Zahlen, die ich in den Nachrichten gehört habe, was da wirklich dann dran ist. Ja, aber ich sag mal ganz vorsichtig, ob es dann 150 oder 200 sind, macht dann das Kraut auch nicht mehr fett. Ist richtig, ja. Ne? Also wenn die jetzt ein bisschen übertrieben haben, ne, was sie ja öfter tun im journalistischen Dasein, ja. Dann, aber krass, wirklich ich mein, krass. Dass du natürlich Anhänger nicht mit zwei Leuten bauen kannst, ist auch klar. Dass irgendwas das stimmt schon. Von der Menge her. Und ich glaube natürlich auch, dass du speziell bei Anhängern halt eine sehr, sehr große Konkurrenz hast. Ja, natürlich. Das ist halt einfach nicht von der Hand zu weisen. Und wenn du dann nur ein bisschen teurer bist wie der Rest und vielleicht keinen Mehrwert bieten könntest, weiß ich jetzt nicht, dann bist du halt, bleibst du auf der Strecke, ne? Ja. Ja, und dann lass irgendwo mal einen schlechten Ruf haben von der Qualität her, dann bist du sowieso weg vom Fenster. Ja. Also, das war jetzt nur ein Beispiel, ich will nicht sagen, dass die schlechte Qualität hatten, aber... Nee, aber es ist halt relativ... Die Suppe ist gleich fertig gekocht, sage ich mal, wenn du 2, 3, 4, 5 Problemchen hast vielleicht. Richtig. Und dann die Nachfrage nicht da ist, um vielleicht ein paar Problemchen oder Löcher zu stopfen von Problemchen, dann wird's halt geht's halt gleich in die Richtung, die du eigentlich nicht hin willst. Ja, wie du gesagt hast, es ist halt dann auch, dass die Konkurrenz eben da ist. Die Wenn du Löcher hattest, dann bist du einfach weg vom Fenster, gerade in dem Kipper- und Anhängerbrosche. Was natürlich, glaube ich, auch in so einer Branche wichtig ist, halt immer wieder so neue Innovationen auf den Markt zu werfen. Ne? Also ich glaube nicht, dass du als Firma Reich groß wirst, nur weil du das machst, was alle machen. Da gibt es einfach zu viele für auf dem Markt. Ja. Also wenn du dich so ein bisschen abhebst oder wenn du irgendwo Patente drauf hast, was nur du bauen solltest oder darfst, dann wird das ein gutes Verkaufsargument sein. Aber wenn du das nicht hast, könnte es schwierig werden. Mich wundert es halt, weil wir sie im November auf der Getreniker noch gesehen haben. Sehr großer Stand.
mit Anhängern, dass sie das Geld noch ausgegeben haben. Natürlich auch sein, dass sie sagen, ey, wir hauen jetzt nochmal in die Aritechniker rein. Weil vielleicht haben sie das Boot schon sinken gesehen, weiß ich nicht. Auf oder top, so. Ne? Gucken wir mal, was bei Aritechniker rumkommt. Wenn da Bestellungen reinkommen, dann haben wir's. Und wenn nicht, dann, ja. Könnte auch sein. Es ist aber nur Mutmaßung, ne? Also. Aber das Thema ist hopp oder top. Wir wissen natürlich alle, dass ein Stand auf der Aritechniker in Hannover nicht günstig ist. Nee. Und ich weiß, ich kann mich jetzt an die Reihestand nicht mehr erinnern, auswendig. Aber ich glaube, dass du da nicht dabei warst. Okay. Ah, das war die eine Halle, da wo wir uns ein bisschen aufgeregt hatten. Okay. Ja, schade. Schade, schade. Ja, man sieht es halt bei uns auch bei anderen Gewerben. Wie gesagt, dass der Trockenbauer jetzt hier noch drei Wochen Aufträge hat, glaube ich. Ja, immer, das heißt natürlich jetzt nicht, dass er nach 3 Wochen jetzt die Hütte zumacht, das muss man auch so sagen. Natürlich. Weil es kann natürlich in 3 Wochen auch viel passieren. Ich hatte mal eine Woche, wo ich Arbeit reinbekommen habe für 3 Monate. Also das kann auch ganz schnell wieder umspringen. Ja. Was ich noch so ein bisschen von meiner Seite sagen oder weitergeben kann, ist, du musst dich halt auch, wenn das nötig ist, natürlich auch ein bisschen strecken. Ne? Ja. Also vielleicht jetzt mal auch einen Auftrag nehmen, wo du sagst, okay, dann habe ich jetzt nicht die Marge, die ich gerne haben will, aber ich habe vielleicht meine Kosten bezahlt. Ja, ich kann die Mitarbeiter beschäftigen. Richtig. Ich kann das Material beschäftigen, die Mieten werden gezahlt, die Leasing für die Auto werden gezahlt, weißt du? Das ist ja auch ab und zu schon ein Grund, dass du sagst, okay, wir machen jetzt nicht viel, ne, nehmen nicht viel mit aus der Geschichte, aber wir können die Leute beschäftigen und so weiter und so fort. Es soll nicht das Ziel sein, weil so wirst du nie irgendwie einen Gewinn erwirtschaften können, aber du kannst eine gewisse Zeit überbrücken. Ja. Dass du die Leute nicht ausstellen musst und es könnte vielleicht dann noch was reinkommen, dass es weitergeht. Es ist natürlich auch speziell im Handwerk so, muss man sagen, wenn du Leute entlassen musst, weil du keine Arbeit mehr hast, die Leute bleiben ja nicht zu Hause und machen Füße hoch und sagen Danke, sondern die Leute werden sich über kurz oder lang was anderes suchen. Natürlich, ja. Und da ja immer noch ein Fachkräftemangel da ist, der nicht von Hand zu weisen ist, dann wird das nicht so schwer sein. Wenn es wirklich ein guter Mitarbeiter ist, eine qualifizierte Fachkraft, dann glaube ich, wird er Arbeit finden und der wird nicht zurückkommen im Normalfall. Ja, das wurde auch gesagt in den Nachrichten, dass einige von den Metallbauern von Reisch schon von anderen großen Firmen mitgenommen wurden. Glaube ich sofort. Das ist doch einfach, ja, Fachkräftemangel, wie du gerade sagst. Ja, es ist halt, also speziell jetzt in diesen Zeiten, es will vielleicht niemand hören, aber ich denke, speziell Metallbau, du wirst in der Rüstungsindustrie jetzt sofort einen Job finden, mit Handkuss. Ja. Ne? Das muss man einfach so sagen. Wie machen wir denn unser Gras? Wollt ihr Silage oder Heu machen draus? Also ich persönlich würde tatsächlich sagen Gras. Also rein Gras? Also ne, Silage. Also. Silage. Ja, wir können auch Gras für unsere Schafe lassen. Wie ist das, ne? Guck gerade mal, zeigt uns mal auf Stand. Ja, an. Dann müsst ihr aber Heu machen, weil Gras geht nicht, weil die beiden werden ja gewickelt. Ah, hast du recht, ja. Na, dann müsstest du Heu machen oder müsstest du Heu machen. Eben, ich muss eben nur wissen, mit Schwadablage oder nicht. Die Schafe haben noch 40.000 Liter drin. Ja, ich glaube auch, ich spring mal kurz am Hof, ich glaube, wir hatten am Hof noch ein paar Ballen drin im Lager. Ja, ja, ich hatte letztens von der letzten Mission, habe ich halt welche noch mitgebracht, das waren glaube ich auch 4, 5 oder 6 Stück. Da liegen auf alle Fälle noch ein paar drin, ich gucke jetzt aber nochmal genau. Weil ich das ja irgendwie, ne? Ja, Silage sind halt wieder beim Thema Geld dann. Also wir haben, Also wir haben 35 Heuballen, wenn ich es richtig gelesen habe. Naja, das sollte erstmal reichen. Dann mach Silage draus. Ja. Gut, dann machen wir Silage. So, das heißt, wir brauchen eine Schwadablage, ist richtig. Ja, ich bin auch gespannt, wo das dieses Jahr noch hinführt. Also auch bei uns und generell auch in der Wirtschaft gesehen,
wo das dieses Jahr noch hinführt. Mal gucken. Da bin ich sehr gespannt. Wird nicht alles positiv sein, aber ich glaube so, sagen wir, die Teufel an die Wand malen, glaube ich, sollte man auch nicht unbedingt. Aber, liebe Leute, wir sind erstmal fertig für heute. Ich danke herzlich fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Meinungen zum aktuell besprochenen Thema habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, habt einen schönen Tag. Tschüssi. Tschüss. Tschüssi.